Hier ein kurzes Tutorial-Video, wie man auf der Webseite mydeals.de bzw. auch in der mydeals-App einen Schlagwortalarm erstellen kann. Und eben diese Plattform mydeals erlaubt es einem, Angebote zu tracken und dann dadurch auf Rabattaktionen oder auch heruntergesetzte Produkte aufmerksam zu werden. Und auf dieser Plattform mydeals können eben User wie auch professionelle Redakteure Angebote einstellen, wenn die eben solche Angebote entdecken. Und dadurch hat man als User eben auch den Vorteil, dass man eine Art Benachrichtigung erstellen kann. Dann bekommt man eben hier in der App auf dem iPad oder auch auf dem iPhone oder jetzt hier am Laptop eine Benachrichtigung, wenn eben das gewünschte Produkt, das man im Schlagwortalarm festgelegt hat, heruntergesetzt ist oder wenn es dazu ein Angebot gibt. Und im Best Case kann man so eben, ich sag mal, einiges an Geld sparen. Ich habe das zum Beispiel auch persönlich schon genutzt beim Abschluss von Mobilfunkverträgen oder auch DSL. Festnetzverträgen und auch anderen Produkten. Also teilweise gibt es ja auch Angebote zu Apple AirTags und vielen weiteren Produkten. Und je nachdem, wofür man sich da halt interessiert, kann man dann da eben auch einen Schlagwortalarm erstellen. Und sobald dann ein Deal oder ein Angebot eben hier online kommt, was dann genau in der Überschrift diesen Namen hat, bekommt man eben diese Benachrichtigung und weiß dann im Best Case, hey, jetzt kann ich hier vergünstigt mein Produkt kaufen. Das ist natürlich nichts, wenn man etwas spontan benötigt, aber wenn man langfristig hier irgendwie was sucht und jetzt das heute auch nicht direkt braucht, lohnt sich hier so ein Schlagwortalarm meiner Meinung nach sehr, sehr stark. Und wenn man jetzt hier auf dieser Homeseite, auf der Webseite eben ist, kann man hier oben der Menüleiste auf sein Profil-Icon klicken und dann gibt es da auch schon den Punkt Deal-Alarme. Da klickt man jetzt hin. Jetzt bekommt man hier alle Deal-Alarme, die aktuell zu den Begriffen, die man eben als Schlagwortalarm hinterlegt hat, angezeigt. Und die kann man jetzt eben auch editieren. Wenn man hier auf Deal-Alarm verwalten geht, kann man hier neue Alarme hinzufügen und alte herauslöschen. Und da kann man eben bis zu 100 Wörter hinterlegen. Und das ist natürlich vielleicht geschickt, wenn man hier eben etwas sparen möchte. Und das ist jetzt hier einmal der Hinweis und zum anderen jetzt hier der Hinweis, man kann das genauso auch in der mydeals App direkt machen. Dazu einfach hier auch unten rechts in der App eben auf das Profil-Icon gehen und dann gibt es hier auch den Punkt Manage Alerts. Und wenn man da jetzt hier reingeht, sieht man auch meine 100 Schlagwortalarme, die ich da hinterlegt habe. Und da kann man dann hier oben eben einen neuen hinzufügen. Und jetzt kann man hier aber auch auswählen, wenn der zum Beispiel abgevotet wird auf der Plattform mydeals, gibt es quasi Deals und sobald die abgevotet werden und die User diese Angebote gut finden, kann man hier oben eben auf Plus drücken. Sobald dann eben so ein Deal heißer wird, in Anführungszeichen, so nennen die das, kann man hier auch festlegen, dass man zum Beispiel erst eine Benachrichtigung bekommt, wenn der Deal bei 100 Grad ist und das heißt dann, im Best Case bekommt man halt keine unnötigen Benachrichtigungen, wobei ich persönlich die meisten auf 0% oder 0 Grad habe und so direkt mich benachrichtigen lasse, weil sonst kann es natürlich auch sein, dass das Produkt, wenn ihr eher ein seltenes Angebot haben wollt, dass das natürlich schon ausverkauft ist und ihr da benachrichtigt werdet. Und von daher hier mal so das kurze Tutorial-Video, wo ich das so ein bisschen erklären und vorstellen wollte. Ich hoffe, es hat euch was gebracht. Wenn ihr hier auch schon Erfahrungen gesammelt habt und das auch positiv empfunden habt, lasst mich das gerne unten im Kommentarbereich wissen. Würde mich auf jeden Fall auch interessieren, wie bei anderen Personen hier diese Erfahrung mit der mydeals-Plattform eben ist. Und das soll dann auch schon dieses kurze Tutorial-Video gewesen sein. Wenn ihr Fragen dazu habt, packt die auch gerne unten in den Kommentarbereich und dann bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.